Lufia. Jawohl, ihr habt den Titel gelesen und seht es jetzt auch hier. Ich habe während des Intros geschwiegen. Wir spielen Lufia. Ist für mich völlig neu. Ich kenne das Spiel, also vom Sehen, hab's nie gespielt. Leider nie davor eine Kopie besessen, als ich ja, selber noch ein Nintendo hatte. Und es geht weiter. Ich kann mal einfach mal vorlesen. Tja, man sagt, Dämonen lauern in der Nordhöhle. Maxim, das ist wohl wahr. Tja, gehst du wieder auf die Jagd? Ja, Tja, das ist meine Bestimmung. Bitte, sei vorsichtig. Das werde ich. Das sagst du immer, aber trotzdem. Ich bin so besorgt. Ich werde die Monster besiegen. Gib gut auf dich acht. Okay. Leb wohl, Tier. Leb wohl? Hä? Der wollte nur ein paar Monster jagen. Kommt er nicht abends wieder mit einem leckeren... weiß ich nicht, Monster-Schenkel oder so? Oh, geil. Leana, was ist denn los? Jesse hat nach dir gesucht. Ehrlich? Sie war etwas sauer. Warst du frech? Niemals. Ach ja. Nun, ich habe das Rendezvous vergessen. Ah, typisch Männer. Unglaublich ist das. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Verstehe, dann heirate doch ein Monster. Okay, mach ich. Ja. Nora ist eine Heulsuse. 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 Ihr solltet euch nicht so benehmen, Jungs. Oh, es ist Selan. Schnell, lauft. Selan. Hör gut zu, Nora, mein Schatz. Sie sind gemein, aber du musst stark sein. Warum? Mädchen dürfen doch weinen. Ja, aber nur die Mädchen unter den Mädchen. Ja, aber die Tränen einer Frau... Punkt, Punkt, Punkt. Was auch immer. Aha, wir sind DK. Niemand ist in der Lage, mich zu besiegen. Die Nordgrotte steckt voller Monster. Die Nordgrotte. Ich werde ihnen Beine machen. Oh. Oh. Was war das für eine? Prinz Rocco. Wo sind diese Monster? In der Nordgrotte, Euer Majestät. Wunderbar. Folge mir, Persus. Gern, mein König. Und alle so, ja, ab in die Nordgrotte. Dekar? Dekar! Wo bist du, mein Dekar? Ei, da kommt ein Schiffchen angeschibbert. So ein kleines Schiff. Eher so ein Modellschiff. Und der hat einen grünen Schnurrbart, der Typ.
Ich hab's. So kann es gehen. Jetzt habe ich es kapiert. Es kann losgehen. Sieht so aus, als ob Lexus wieder bastelt. Ja, er bastelt Schiffe. Seine Erfindungen gehen nie, wie sie sollen. Stimmt, die letzte versenkte ein Schiff. Ich dachte, die letzte sei ein Schiff. Was war das für eine Erfindung? Eine Maschine, die Schiffe ohne Wind bewegt. Oh, klingt doch ganz gut. Recht nützlich. Oh, genau. Du hast ein gutes Gedächtnis. Ja, es war nämlich mein Schiff, das sank. Hallo? Atea. Dupla. Dupla. Warte, Atea. Dupla, wo warst du bloß? Belüge dich doch nicht selbst. Aber die Menschen in der Stadt... Dupla und Twixer. Schon recht. Dupla, sag jetzt nichts mehr. Mucho. Twixer, oh Gott. Ach, der kann nichts dafür. Okay. Scheint mir kein Zufall zu sein. Atea. Twixer. Marsa. Snicker. Bounter. Kit Kata. Nutella. Hä? Und da ist er wieder. Der böse Liona. Arek. Ah, wer von uns hält die Zügel in der Hand? Lufia-Schwert, kennst du die Antwort? Oh? Nintendo. Taito. Okay, dann haben wir jetzt das volle Intro gesehen. Jetzt geht's mir wieder von vorne los. Ja, krass. Scheint, dass hier Antagonisten und Protagonisten vorgestellt wurden. Wir haben viele Namen kennengelernt. Ein bisschen Schleichwerbung haben wir auch mitgekriegt. Würde ich sagen, starten wir mal ein Spiel. Schaut mal hier. Apropos Nutella. Guck mal. Habt ihr schon mal ein Nutella-Glas aufgemacht? Wie geil das ist, wenn man so ein Nutella-Glas aufmacht und das Nutella ist noch so unberührt. Wie eine Wiese am Morgen, wenn es geschneit hat, kann man den ersten Schritt drauf machen. Die ersten Fußstapfen gehören einem selber. Genauso wie die erste Löffelspur im Nutella. Genauso ist das hier. Ups, wie nennen wir uns? Maxim? Keine Ahnung. Jetzt bin ich überfordert. Namen ausdenken geht nicht. Maxim? Sollen wir uns irgendwie anders nennen? Nö, ne? Maxim, wir sind Maxim. Fop. Tia, bist du hier? Sei gegrüßt, Maxim. Wie war die Jagd? Ganz gut. Ich habe 6 Blobs erlegt. Mal sehen. Das sind dann 120 Goldmünzen. Moment mal, Tia. Es sind 6 Blobs. Das macht genau 180 Goldmünzen. Du hast recht, Maxim. Doch die Prämie wurde gesenkt. Es gibt einfach zu viele Dämonen hier. Ja, das stimmt. So ein Kontakt sagt mehr. Ich frage mich, woran es liegt. Es ist beängstigend. Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzen, denn ich, schließlich bin ich Dämonenjäger. Naja, aber wenn die nichts mehr wert sind. Maxim, hast du eigentlich jemals daran gedacht, einen normalen Beruf zu ergreifen? Was ist denn für dich ein normaler Beruf? Nun ja, wie wäre es mit Ladenbesitzer? Oder Hutmacher? Oder, keine Ahnung, Bäcker? Konditor? Bundeskanzler? Ich und Ladenbesitzer den ganzen Tag im Laden rumstehen? Niemals.
Ach, er begreift nicht, worauf ich hinaus will. Wie sage ich ihm nur, dass ich schwanger bin? Hast du etwas gesagt? Ja, vergiss es. Hier sind deine Goldmünzen. Okay. Ja. Naja. Tun wir mal so, als hätte man es nicht kapiert. Wobei, eigentlich weiß ja wirklich, worum es geht. Moment. Erstmal auf die Steuerung klarkommen hier. Wie interagiere ich denn überhaupt? Mit A? Also mit dem Nintendo A, was auf dem Xbox Controller ein B ist und auf dem PlayStation Controller ein Kreis. Ist es das? Kann ich hier interagieren? Ja, ich glaube, das ist. Maxim, bitte pass auf dich auf. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, du kannst. Ach so, ein Shop. Aha, Waffen. Pass auf, wir haben 120 Goldmünzen. Die haben wir wohl von unserer Monsterjagd. Was hat sie denn so an Waren? Kraftwasser, Gegengift. Sehen wir denn, was wir haben? Vielleicht hier. Kraftwasser. Wir haben 10 Kraftwasser und einen Pfeil. Rüstung. Was tragen wir sonst so? Nix halt, ne? Ah, okay. So kann ich also scrollen. Tja, Rüstung. Leinmantel. Ein Schürzenkleid. Ein Waschbrett. Waschbrett tragen wir von uns her. Guck mal, wir können uns eine Bratpfanne leisten. Oder ein Messer. Ja, was haben wir denn für ein... Pass auf. Ich muss erstmal gucken. Ah ja. So. Also, Y. Sprich, was ist das? Dreieck oder... oder X. So, wir können mal in die... Ah, falscher Knopf. Wir können mal in die Tasche gucken. Ah, okay. Mehr Info. Pfeil. Friert kurzzeitig deine Gegner ein und kann Schalter betätigen. Aha. Ah, nutz Sword weg. Weg wollen wir, glaube ich, nicht. Sword. Okay. Und nutz. Gut, das ist also die Tasche. Dann haben wir noch Zauber. Von... Wir haben keine Zauber, alles klar. Kapsel. Rüstung. Was ist Kapsel? Haben wir nicht. Rüstung. Was trägt der denn jetzt? Wir haben ein Obstmesser und einen Leinenmantel. Ansonsten sind wir nackig. Wir tragen nur einen Leinenmantel. Wir haben keine Hose an. Und laufen barfuß durch die Gegend. Also Rüstung. Ein kleines Messer. Kleidung aus einer speziellen Faser. Seht ihr? Aus einer einzigen speziellen Faser. Das ist nicht viel, was wir anhaben. Optimal. Ablegen. Nein, wir wollen nichts ablegen. Alles ablegen. Nein. Auch nichts entfernen. Gut. Damit Status. Auch mal kurz checken. Sekunde für den Anruf. So, weiter geht's. Entschuldigung, kleine Unterbrechung. Aber da, wie immer kriegt ihr von hier eh nichts mit. Kaum habe ich das Spiel angefangen. Welchen Anruf? Naja. Wir waren stehen geblieben beim Begutachten des halbnackten Maxims. Dann gehen wir mal raus. Gruppe. Achso, hier können wir gruppieren. Wir können Optionen einstellen. Text 1, 2. Kampfcursor neu. Konstant. Was ist denn neu? Nehmen wir mal das. Keine Ahnung, Schatzkörper, Musik, ja. Was auch immer. Szenario. Was ist denn das? Sagt mir nichts. Schlüssel. Aber gut, wir haben 2 Minuten gespielt und sind noch keinen Schritt vorwärts gekommen. Ach doch, wir wollten mal gucken, was wir kaufen können. Waffen. So, was? Messer. Okay. Obstmesser. Ah, hier kann man es direkt sehen. Obstmesser. Ein Degen macht 2 Schaden mehr. Wie sieht es mit Rüstung aus? Vielleicht wollen wir uns mal...
Oh, sehen wir noch mal, was wir haben. Jetzt habe ich es. Was war's ja? Ein Tablett. Achso. Ein Kleid. Kleid hilft uns nicht. Leinenmantel. Agilität. Schürze. Also irgendwie. Ich finde es gerade ein bisschen umständlich zu gucken, was wir eigentlich haben. Zum Beispiel Rüstung. Ein Leinenmantel. Okay, dann. Ach so, genau. Bumerang, Schelk, alle Feinde. Flucht, Warp. Bumerang. Keine Ahnung, ich glaube, ich möchte gar nichts kaufen. Vielleicht ein Gegengift. Wir haben keinen zum Besitz. So können wir 3 kaufen. Bitteschön. Egal. Mehr können wir, glaube ich, gerade nicht machen. Dann gehen wir mal raus. Meine Güte. Taya. Wir sind in Taya. Aha, so heißt die Stadt also. Warum kommt Tia eigentlich mit jedem klar und mit dir nicht? Falls, keine Ahnung. Wer ist denn das überhaupt? Ist das meine Schwester? Meine Freundin? Meine Frau? Ich konnte Tia bis hier schreien hören. Du solltest dich bei ihr entschuldigen. Entschuldige mich doch, wofür soll ich mich entschuldigen, sonst ist passiert. Hey Maxim, was macht die Dämonenjagd? Ja, nix. Ich muss nach Tarika gehen, um Großvater seinen Tee zu besorgen. Um Großvater seinen Tee zu besorgen? Oh Gott, was ist das für ein Deutsch? Denkst du, dass die Dämonen ihre Präsenz in der Höhle nach Tarika verstärkt haben? Na klar. Ein paar Monster in der Hosentasche hier. Die Stadt scheint so friedlich. Was ist denn das? Moin. Die Anwendung von Zaubern bedarf großer Erfahrung. Soll ich dich in die magischen Riten einweihen? Klar. Deine Zaubersprüche lassen sich sowohl gegen nur einen als auch gegen mehrere Gegner anwenden. Bekämpfst du zum Beispiel 3 Blobs, kannst du entscheiden, ob du einen oder alle attackierst. Greifst du alle an, ist die Wirkung des Zaubers geringer, als wenn du einen... gut, das ist einleuchtend. Mit der Zeit wirst du lernen, welche Anwirkung der Zauber am sinnvollsten ist. Deine Entscheidung sollte von der Stärke der jeweiligen Gegner abhängen. Willst du einen Zauber auf alle Gegner anwenden, so drücke die R-Taste. Ah ja, okay. Gehab schon wohl, tapferer Recke, möge das Glück dir hold sein. Ich grüße dich. Welche Zauber möchtest du erwerben? Ja, keins. Alles viel zu teuer. Friedlich. Ja, haben wir schon beantwortet. Aha. Kannst mal umschauen hier. Mein Enkelin Nettie ist nach Tarika gereist, um köstlichen Tee zu kaufen. Ich freue mich schon sehr auf köstlichen Tee. Du warst das hier, ne? Genau, sicher. Das ist Nettie. Ah, deine Schwerkünste sind hervorragend. Scheinst ein Naturtalent zu sein. Ja. Letzte Nacht sah ich einen roten Lichtball in die nördliche See stürzen, was das wohl zu bedeuten mag. Ich habe in den letzten Tagen gerade eine Vision gehabt. Ich hoffe, sie werden nicht eintreffen. Aha. Kann man hier sonst gar nichts machen? Hier irgendwie so vielleicht? Gar nichts? Ja, nichts. Ich kann nichts machen, außer herumlaufen. Das ist aus wie ein wichtiges Gebäude. Das ist ein Rathaus oder so. Am Ende geht's noch... Ach so, eine Kirche. Ich habe Könige sterben und Dämonen weinen gesehen. Ich bin allwissend. Ja, welches Thema soll ich dir unterrichten? Speichern, Zauber, Hilfe, nichts. Ah, in jeder Kirche oder in den Höhlen auf bestimmten Symbolen abspeichern. Es ist ein Privileg, bei einem Priester abspeichern zu dürfen. Zauber, Magier werben. Jo, soweit bin ich schon. Was sieht es mit Hilfe aus? Drücke X, sag ich doch. Ja.
Hallerö und hallo, was kann ich für dich tun? Ja, sicher mal hier. Spiel gespeichert. Ja, geil. So. Haben wir abgespeichert. So, wo sind wir denn? Wo sind wir überhaupt? Wie heißt die Stadt nochmal? Nein, ich wollte doch gar nicht weggehen. Sei gegrüßt, Maxim. Ah, ist ja eine Höhle? Ich erwarte dich in der Höhle im Süden. Okay, das ist also unser nächstes Ziel. Dann sollen wir da hingehen. Aber vielleicht möchte ich kurz vorher nochmal mit ihm hier reden. Maxim, du hast so viel für uns getan. Du kannst, wann immer du willst, hier übernachten. Wie willst du? Nein. Aber danke fürs Angebot. Hier liegt eine Feder und ein... was zu schreiben. Aber man kann ja mit nichts interagieren, ne? Naja. Laufen wir mal raus. Der Höhle im Süden. Gibt es ja eigentlich auch Zufallskämpfe? So wie in jedem vernünftigen RPG aus den 90er Jahren? Höhle der Geheimnisse. Es hat aber gedauert. In der Höhle werde ich dir ein paar nützliche Techniken beibringen. Hey, so lange hat das gar nicht gedauert. Zähl doch nichts. Zunächst musst du dich mit dem Bewegungsmuster der Monster vertraut machen. Sie bewegen sich nur, wenn du dich bewegst. Also nur keine Panik, wenn sie sehr nah bei dir sind. Dann kommt er zufällig am Block vorbei. So ein Zufall. Zeig mir, was du kannst. Ja, ich kann auf ihn zugehen. Ich hab... Oh. Okay. Oh no. Was heißt das? Was heißt das? Das heißt flüchten, kämpfen und was heißt das? Ich kämpfe mal. Ah ja, Kraftwasser, Pfeil, Gegengift. Das heißt, okay, Magie. Nein, ich will nicht abwehren. Na gut, ist egal. Haben wir abgewehrt. Auch gut. Haben wir abgewehrt. So, und dann... Was ist das? Wähle eine Zornattacke aus. Hufwasser? Kann ich gar nicht, ne? Warte mal. Alles was blau ist, kann ich wahrscheinlich nicht machen, richtig? Okay. Das heißt, das kann ich nicht machen. Dann kann ich nur den Proto-Blob angreifen. Ah, so läuft das hier also. Oh. 2 Erfahrungspunkte und 2 Goldmünzen. Yeah, Maxim, neuer Level 8. Achso, 8. Hä? Ach, für den nächsten Level braucht man noch 8. Achso. 104 Goldmünzen haben wir am Stießen. Das ist unser Maxim. Blobs haut er weg wie nichts. Es geht, der hat mich auch einmal getroffen. Aber immer schön auf der Wut sein. Manche Monster sind flotte Flitzer. Lass dich nie von ihnen einkreisen, sie können sehr unangenehm werden. Da sie sich nur bewegen, wenn du dich bewegst, solltest du immer erst denken und dann handeln. Auf geht's in den nächsten Raum. Okay. In dem Raum probieren wir das Ringmenü aus. Es scheint, wenn du Select drückst, wähle dann mit dem Steuerkreuz aus. Ich habe nur einen Pfeil, wird es bald ändern. Hihihi, wenn du mit dem Y-Knopf einen Pfeil auf deinen Gegner erschießt, er startet vorübergehend. Sag mal noch, Monster, die starr sind, beißt nicht oder so. Ja, ja. Erstarrte Gegner kannst du berühren, ohne dass es zu einem Kampf kommt. Die Gegenstände aus dem Ringmenü stehen dir in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung. Mit Select und dem Y-Knopf hast du das Ringmenü im Griff. Du wirst gut brauchen können. Aha. Okay. Aha. Ja. Dann rüsten wir das mal aus. Zack. Aber ich will gegen ihn kämpfen. Zack, Mann. Ja, Select. Okay. In unbegrenzter Auswahl zur Verfügung und so. Gut, alles klar. Uiuiuiui. Ah, was haben wir hier? Hier ist eine Brücke. Sieht nicht gut aus. Ja. Okay. Wir sollen einen Pfeil ausprobieren. Kann ich machen? Was ist denn hier? Nix, ist verschlossen. Was ist hier? Ja, ich weiß, ich muss einen Pfeil benutzen. Blob. Ja, geil. Ja, uns kann auch nichts aufhalten hier. Ich sag's dir. Was ist denn hier los?
Okay, das ist ein Schalter. Wie? Aha. Tja, geht nicht. Was ist das? Wir müssen A-Knopf drücken. Naja. Ah, das ist ein Talent, ey, geil. Wusste ich's doch. Ich habe dir noch nicht den Zauber gegeben, den du unbedingt brauchst. Es ist der Ursprungszauber. Wenn du in einem Raum die Säulen lustig hin und her schiebst, musst du an eins denken. Säulen kann man nur schieben, nicht ziehen. Wenn du sie an eine Wand schiebst, hat der Spaß ein Ende. Doch der Ursprungszauber hilft dir aus der Patsche. Er stellt den alten Zustand des Raumes wieder her. Sogar die Monster rücken wieder in ihre vorherige Position. Dieser Zauber verbraucht keine MP, kannst du guten Gewissens oft anwenden. Da. Ja, geil. Ja. Ups, sorry, ich wollte dich nicht erdolchen. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte das Ringmenü öffnen. So. Okay. So, jetzt haben wir es ausgewählt. Ah ja. So, alles klar, verstehe. Naja, natürlich verstehen wir das. Wir sind ja auch ein Naturtalent. So. Wenn du diese Pfeile auf dem Boden siehst, kannst du nach unten springen. Trau dich. Ah ja. Ach, das sind Pfeile. Auch Pfeile. Waren wir hier nicht schon mal? Was ist das denn? Nächste Tür öffnet sich nur, wenn du alle Monster besiegst. Wenn du keinen Hinweis oder ähnliches findest, ist das Besiegen aller Monster immer ein Weg. Na, okay. Ursprung. Kann ich nicht anwenden. Was war das nochmal? Achso. Aha. Okay. Zack, Protoblob, Mann. Tschüss. Zwei. Dann hat der Schütze ja gar nichts gebracht eben. Vier Erfahrungspunkte, vier Goldmünzen und wir wurden aufgestuft. KP steigt um 8 und MP steigt um 4. Stärke um 6, Bewegung um 6, Intelligenz um 4, Magie irgendwas um 1 und bis zum nächsten Level 33 Erfahrungspunkte. Mit dem B-Knopf schwingst du dein Schwert. Es ist gerade zu geschafft, um Gras zu mähen. Oft sind unter dem Gras Schalter versteckt. Versuch dein Glück. Okay, mach ich. So, dann wollen wir mal. So, oft. Wo könnte der Schalter denn sein? Ich verstehe es nicht. Hier, hier, hier. Vielleicht hier? Keine Ahnung. Da könnte es auch sein. Oder da. Oder da. Da? Nein. Da. Da. Unter deinem Schnurrbart? Da, 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 da. Ey, ich komme nicht drauf. Ich weiß echt nicht, wo dieser Schalter sein soll. Ich verstehe das gar nicht. Wo könnte der Schalter sein? Tut mir leid, ich hab's nicht verstanden. Wo soll der sein? Doch nicht einfach hier. Na gut. Gefäße nimmt und stellt man mit dem A-Knopf ab. Mit dem B-Knopf, mit dem R-Knopf kannst du dich Richtung drehen, ohne dich auch nur einen Schritt zu bewegen. Okay. R-Knopf denken. Okay. Was passiert wohl, wenn du das Gefäß auf die Platte stellst? Sei nicht so schüchtern. Ah. Aha. Okay. Und jetzt? Ach so, und hier? Aha.
Okay. So, so viele Aha-Momente auf einmal. Steuerung ist ganz cool, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man kann reinkommen. So, das war die Übungssektion. Wenn du noch, du wirst noch viel lernen müssen, mein Junge. Steig dein Köpfchen an. In den Höhlen, Türmen und Labyrinthen wirst du viele Rätsel lösen müssen. Das wird sicher nicht ganz einfach, aber du hast das Zeug hier zu packen. Danke für dein Vertrauen, alter Mann. Ach, ist das schon wieder weg? Ja, jetzt haben wir einen Rundgang hier gemacht. Ah, daran werde ich mich noch ein bisschen gewöhnen müssen. Aber die sind ja keine Herausforderung, die Viecher. So, jetzt ist natürlich die Frage. A, gibt es hier Zufallskämpfe? Und B. Ja, es gibt Zufallskämpfe. Alles klar. Tschap, Mann. Vielleicht soll ich hier nochmal zurückgehen. Taya. Guck mal, hier ist der alte Mann. Wo soll ich hingehen? Fühlst du dich nach meiner Aktion bereit, in den Kampf zu ziehen? Klar. Tier sucht nach mir. Was ist denn Tier schon wieder? Wer bist du? Warst du eben auch schon da? Tier sucht dich. Ja, ich weiß. Ah, was ist los, Tier? Maxim, ich bin gerade dabei, jetzt zu Abend zu essen. Leistest du mir Gesellschaft? Ja, lieb gerne. Mach dich nackig. Entschuldigung. Was? Ich habe etwas ganz Besonderes zubereitet. Warte eine Sekunde. Ich bin gleich zurück. Oh. Hollerö. Dies ist eine Fischpastete. Zubereitet aus dem Reiherall. So, so. Aus dem Reiherall bezeichnet man ihn nicht gemeinhin auch als Stinkefisch. Schon. Aber von so etwas lässt sich ein Gourmet nicht abschrecken. Er soll vorzüglich stinken. Munden. Ich bete, dass du recht hast. Und, wie ist er? Nun, was soll ich sagen? Tja, warum probierst du dich selbst? Das werde ich. Und? Das schmeckt ekelhaft. Ich glaube, ich muss... bitte nicht hier, Tier. Beruhige dich. Das hat sicher nichts mit deinem Kochkunst zu tun. Warum muss ich auch so einen Stinkefisch kaufen? Mach dir nichts daraus. Wir können uns eine Pizza bestellen. Dabei wollte ich dich mit einem leckeren Essen verwöhnen. Ja, dann hättest du halt keinen Stinkefisch nehmen sollen, Mann. Vielleicht schmeckt er ja besser, wenn wir etwas Pfeffer, Tabasco und Paprika dazu geben. Tatsächlich. Jetzt schmeckt es richtig... würzig, nicht mehr so stinkig. Aber man kann ihn nun essen, ohne von Übelkeit befallen zu werden. Großartig, oder? Ja. Du hast recht, ich glaube, ich werde nun öfters mal einen Stinkefisch machen. Wehe wenn, aber ein lustiger Abend war es trotzdem. Das fand ich auch. Ich stinke so sehr. Ich mache uns etwas Tee. Bitteschön. Danke, Tier. Maxim, sag mal. Ja. Bist du des Dämonenjagens nicht langsam müde? Ach, warum stellst du mir diese Frage, Mann? Ach, du bist der einzige Dämonenjäger, den ich kenne. Komma. Punkt. Ich frage mich, warum du es tust. Ich kämpfe schon, solange ich denken kann. Das fing schon bei der Geburt an, Mann. Frag mal meine Mutter, wie ihr Bauch aussieht. Ich habe mich noch nie gefragt, warum. Ich habe noch nie einen Menschen wie dich getroffen. Was? Schon so spät? Jetzt muss ich aber los. Danke für das Essen. Ich schau mal vorbei und tschüss. Willst du nicht noch ein wenig bleiben? Der Abend ist doch noch so jung. So wie wir. Ich muss so viel erlegen. Mach's gut hier. Boah, wie er flüchtet. Oh Gott, der will weg. Ich hab nichts gemacht übrigens, ne? Also der geht hier, der türmt hier von alleine raus. Komm, ey, Maxim, sei nicht so gemein. Maxim, bitte pass auf dich auf. Kann ich irgendwie helfen? Ah, jetzt können wir noch kaufen bei ihm. Also, wie war das? Waffen... Der Degen. Wollen wir uns den Degen kaufen? Nutzt das? Bringst das 2 mehr Angriffspunkte? Oder kommen wir mit dem aus? Ich will jetzt nicht unser ganzes Geld offen verkloppen. Ah, komm.
Ja, packen wir. Das packen wir. Okay, was los? Wer bist du? Sprechnachrichten. Wow, was los? Welche? In der Höhle auf dem Weg nach Tarika wurde eine ganze Dämonenhorde gesichtet. Ja, ist das denn wahr? Das ist schrecklich. Nettie, werden diese Kreaturen auch in unsere Stadt kommen? Nun, ich will es nicht hoffen. Unglücklicherweise ist das das einzige Problem, das wir haben. Was denn noch? Dämonen haben die Tür in der Höhle verschlossen. Ohne Schlüssel kommen wir gar nicht nach Tarika. Ah, das ist schlecht. Ja, hat irgendjemand einen Vorschlag, was wir nun machen sollen? Eigentlich nicht. Außer, dass ich losziehe und die Monster verkloppe. Was haltet ihr davon? Um Himmels Willen, was geht hier vor, Maxim? Du musst halt wissen, oder? Du scheinst der Einzige hier zu sein, der uns vor diesen Kreaturen schützen kann. Den Schlüssel zum Klon der besten Freien. Tu es für uns. Jawohl, auf geht's. Machen wir das doch mal. Wo sind die? Irgendwie unten. Ah, ich sehe schon. Oder soll ich doch noch ein besseres Messer holen? Gibt's eigentlich andere Hintergründe, wenn wir hier zum Beispiel... Nee, gibt's nicht. Okay. Oh. Okay. Ich habe jetzt L gedrückt.